Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Buzz Life Travel. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder dabei seid und heute im zweiten Teil unserer Technikserie zu unserem Akkumodul soll es darum gehen, wie ein Schaltplan aussehen kann. Wir haben euch anhand unseres Fallbeispiels einen schönen Schaltplan erstellt und wollen den mal durchgehen, um die gesamte Installation zu verstehen und euch zu ermöglichen, hieraus auch eure eigenen Projekte zu planen. Wenn euch das interessiert, sehen wir uns gleich wieder. Herzlich willkommen und bevor es nun um den eigentlichen Elektroplan unseres Reisemobils geht, vielleicht noch ein paar kurze Worte zur Motivation solcher Projekte. Ihr werdet es kennen, in Foren, gerade wenn es um Renovierungsthemen vom Haus oder dergleichen geht, also ich kenne das von der Renovierung unseres Hauses. Wir haben in den letzten 6 Jahren ein Haus, das von 1900 stammt, grundsaniert und für uns zurechtgemacht. Und bei den meisten Projekten versucht man sich natürlich im Internet irgendwie zu informieren. Und gerade wenn man da in Foren was liest zu bestimmten Themen, kommt eben ganz oft 6 von 8 Beiträge sind absolut pessimistisch. Lass die Finger weg. Das ist nichts für Laien. Absolut lebensgefährlich. Und so weiter. Und man verliert relativ schnell eigentlich die Motivation, sich sowas selbst zuzutrauen. Und da wollen wir euch ermutigen, auch hier mit der Erklärung unserer Elektroinstallation, dass man seine eigenen Projekte halbwegs durchdenkt und wenn man sich sicher fühlt und mit dem eigenen Einschätzungsvermögen sich das zutraut, dass man das schaffen kann, dann sollte man das auch versuchen. Natürlich wird und kann was schiefgehen. Das kann einiges an Geld kosten. Das kann letztendlich teurer sein, als es ist, wenn es der Fachmann macht. Da steckt man nie drin. Aber das, was man dabei lernt, kann einem niemand ersetzen. Und das, wie es einen letztendlich weiterbringt, wenn man seine eigenen Projekte wirklich vollendet und immer Schritt für Schritt weiterkommt, sich wieder neu überfordert und ein bisschen dazulernt, das ist doch eigentlich das Ziel und der Weg. Und da sollte einen keiner daran hindern, diesen Weg zu gehen. In diesem Sinne, lasst uns nun ein bisschen die Verschaltung unseres Busses genauer ansehen und ich freue mich drauf. Um den Schaltplan halbwegs strukturiert durchzugehen, wollen wir ihn in einzelne Teile teilen. Das heißt, wir werden zunächst das Akkumodul selbst besprechen, dann im Anschluss die verschiedenen Lademöglichkeiten, darauf folgend die Entladevarianten, die wir in unserem Fallbeispiel geplant haben, danach die Visualisierung des Batteriemanagementsystems und die Funktion des Batteriemanagementsystems und im letzten Fall die Visualisierung der gesamten Stromflüsse. Dann schauen wir uns zunächst mal den Aufbau des Akkumoduls selbst an. Wie gesagt, wir haben aus China Lithium-Eisenphosphat-Zellen von Winston Thundersky bestellt. Insgesamt 16 Stück mit jeweils 400 Amperestunden. Jede einzelne Zelle hat eine Nennkapazität von 3,3 Volt. Das heißt, vier Zellen davon in Reihe geschalten ergeben 13,2 Volt, wodurch man 12-Volt-Systeme super betreiben kann. Und 8 Zellen in Reihe geschalten ergeben eben 26,4 Volt Nennspannung, wodurch sich 24-Volt-Systeme super betreiben lassen. Wenn wir uns das anschauen, wie wir unser Akkumodul aufgebaut haben, dann haben wir immer 2 Zellen parallel geschalten und der Clou bei der Parallelschaltung ist, dass sich die Zelle parallel geschaltet im Endeffekt wie eine neue Zelle verhält. Das heißt, die Voltzahl oder die Nennspannung einer parallel geschalteten Zelle oder von 2 parallel geschalteten Zellen bleibt gleich. Das heißt, wir haben eine 800 Amperestunden Zelle mit jeweils 3,3 Volt. Und die kann man dann wieder mit 2 parallel geschalteten Zellen verbinden. Das haben wir insgesamt 8-mal gemacht. Also jeweils 2 unserer
16 Zellen parallel geschalten und diese parallel geschalteten Blocks dann 8-mal in Reihe verbunden. Und das kann man wie in unserem Bild entweder über die mitgelieferten einzelnen Busbars machen. Busbars sind die Verbinder zwischen den Zellen. Das sind meistens gestanzte Kupferbleche mit so einer ganz leichten Biegung für Wärmeausdehnung. Und die sind immer für die Verbindung von zwei Zellen gut. Das ist das, was ihr hier schwarz seht. Also jeweils auf den beiden Pluspolen und auf den beiden Minuspolen liegt ein Busbar-Zellenverbinder. Und was ich hier mit Rot eingezeichnet habe, ist dann die Reihenverbindung. Also man nimmt dann nochmal die gleichen Busbars und verbindet das nächste Zellenmodul jeweils von Minus zu Plus miteinander. Und wenn man das über die 16 Zellen macht, kommt eben letztendlich ein gesamter Zellenblock raus mit 800 Amperestunden und 24 Volt. Um genau zu sein, ist die Nennspannung natürlich 26,4 Volt. Aber damit kommen alle 24 Volt Verbraucher super klar. Und so kann man den Akku verschalten. Es gibt natürlich noch durchaus verschiedene und weitere Varianten, wie man die Zellen anordnet. Aber das bleibt letztendlich eurem Projekt überlassen, in welcher Einbausituation ihr euch befindet und welche Form der Akku letztendlich am besten haben sollte. Und wo euer Hauptminus und euer Hauptpluspol am Ende liegen soll. In unserem Fall sieht man den Hauptpluspol und den Hauptminuspol jeweils links in der Mitte. Für den Betrieb eines solchen Lithium-Eisenphosphat-Akkumoduls in der Selbstbauweise ist es sehr ratsam und meistens auch erforderlich, dass man ein Batteriemanagementsystem mit verbaut. Wir haben uns in diesem Fall für ein aktives Batteriemanagementsystem entschieden. Das sind diese Balancer, die ihr hier diagonal seht über jeden Zellblock. Aktiv heißt in diesem Fall, dass sie mit bis zu 5 Ampere Ladeausgleichsspannung sozusagen Kapazitätsunterschiede oder Ladungsunterschiede in den einzelnen Zellblöcken ausgleichen. Also die schauen, dass alle 8 Zellblöcke exakt den gleichen Ladungszustand haben. In diesem Zusammenhang ist auch sehr wichtig, dass wenn man den Akku das erste Mal aufbaut, man eine sogenannte Initialladung vollzieht. Ihr seht das, wie ich das hier gemacht habe. Man verbindet alle Zellen, alle Minuspole und alle Zellen, alle Pluspole. Man macht sozusagen einen kompletten parallel geschalteten Block aus allen Zellen. Und hier benötigt ihr nun ein Ladegerät, das 3 Volt laden kann, beziehungsweise einstellbar ist auf eine Ladeschlussspannung. Die Varianten gibt es auf eBay wahrscheinlich knapp unter 100 Euro. Findet ihr da schon was? Ansonsten leiht man sich das irgendwo aus. Und mit diesem Ladegerät kann man dann diese parallel geschalteten Zellblocks einmal komplett gleichmäßig auf einen gleichmäßigen Ladezustand bringen. Das Ladegerät verringert dann gegen Ende immer mehr die Ladespannung, bis alle Zellen wirklich 3,65 Volt haben. Das ist meistens die empfohlene Ladeschlussspannung für Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Und da bringt man sozusagen, bevor man den Akku wirklich nutzt, alle einmal auf den gleichen Stand, damit die sich sozusagen auf dem gleichen Level entladen und möglichst auf dem gleichen Level wieder laden. Ich werde euch das mal hier schematisch ein bisschen zeigen, wo das Problem liegt, wenn Akkuzellen einzeln eben nicht gebalanced sind und auf dem gleichen Ladeniveau. Ihr seht hier links den Zusammenhang zwischen der einzelnen Zellspannung einer Zelle mit dem Ladungszustand einer Zelle. Und ihr seht, dass das keine lineare Kurve ist, also wenn man eine Zelle auflädt, steigt nicht kontinuierlich die Spannung an, sondern die ist über einen großen Zeitraum und über einen großen Spannungszustand gleich. Und gegen Ende des Ladungsvorgangs, innerhalb der letzten 10%, steigt die exponentiell an. Und wenn eben die Zellspannungen aufgrund unterschiedlicher Ladungszustände hier auseinanderdriften, dann kann es in dem Bereich eben sehr schnell passieren, dass eine Zelle, wenn sie nicht einzeln überwacht ist, so stark geladen wird, dass sie 4 Volt überschreitet. Und das würde wahrscheinlich zu einer Degradierung bzw. zu einem Schaden der Lithiumzelle führen. Und das muss natürlich vermieden werden. So sähe das Ganze nun aus, wenn alle Zellen gleichmäßig laden und bei Erreichen der einzelnen maximalen Zellkapazität auch die Ladeschlussspannung des Ladegeräts erreicht wird sozusagen. Wenn eine Ungleichheit
im Ladezustand der einzelnen Zellen untereinander besteht und man kein Batteriemanagementsystem hat, dann würden alle Zellen gleichmäßig weitergeladen und man würde am Ende ein Bild wie hier sehen, dass sozusagen die Gesamtnennspannung des Zellblocks erreicht wird, aber einzelne Zellen deutlich über ihrer maximalen Zellkapazität liegen und somit könnten eben einzelne Zellen stark geschädigt werden, weil sie über 4 Volt an Nennspannung haben. Das Ganze mit einem angeschlossenen Batteriemanagementsystem sähe dann so aus, dass eine Zelle, die ihre maximale Nennspannung erreicht, dem Ladegerät sagt, Ladevorgang beenden und somit wäre die Gesamtkapazität des Akkus noch nicht ausgenutzt, weil viele andere Zellen eben noch nicht ihre Nennspannung erreicht hätten. Und damit erklärt sich, dass es sehr wichtig ist, alle auf einem gleichmäßigen Ladungszustand zu halten. Und das wird eben durch die aktiven Balancer, die wir verbaut haben, letztendlich gewährleistet. Kommen wir nun zum eigentlichen Schaltplan unseres Busses. Und zwar folgt hier auf das Akkumodul direkt anschließend eine Class-T-Schmelzsicherung, gefolgt von einer ganz normalen weiteren Schmelzsicherung. Die zweite ist redundant, die haben wir einfach eingebaut, weil wir sie noch übrig hatten. Danach folgen zwei Relais, die das Überladen bzw. das Tiefenentladen des Akkus verhindern. Also einmal ein Relais für die Over-Voltage-Protection und ein Relais für die Low-Voltage-Protection, die dann vom Batteriemanagementsystem eben ausgelöst werden, um den Akku zu schützen. Am Relais für die Overvoltage Protection kommen alle Ladungen an. Das ist hier einmal die Ladungen der Solarmodule, werden dann eben über entsprechend dimensionierte Solarladeregler dem Akku zugeführt. Ihr seht, wir haben ja die beiden getrennten Solarfelder vom Busdach nochmal über Hauptschalter abgetrennt. Das liegt daran, wir haben immer zwei Solarpanelen in Reihe geschaltet und die dann parallel mit den nächsten beiden in Reihe geschalteten Solarmodulen verbunden. Und hier kommt man eben, dadurch, dass es 24 Volt Module sind, auf eine deutlich höhere Leerlaufspannung der Module als 50 Volt. Und das ist eben nicht mehr im Niedervoltbereich und deswegen wollte man das nochmal komplett abtrennen mit zwei Hauptschaltern vom Rest der Elektrik. Genau, die Solarladeregler regeln das ja dann auf die entsprechende Ladespannung des Akkus herunter, somit ist es kein Problem, aber einfach zur Sicherheit. Die zweite Ladungsmöglichkeit ist dann die Lichtmaschine. Die wird über den Starterakku geführt und dann folgend mit einem Batteriekopplungsrelais und einem weiteren Hauptschalter an den Akku angeschlossen. In dem Fall haben wir noch einen Hauptschalter verbaut, weil wir uns einfach nicht sicher sind, ob die Lichtmaschine nicht mit der Ladung des großen Lithium-Akkus überfordert wird. In diesem Zusammenhang bauen ja viele einen Ladebooster ein. Da waren wir uns einfach noch nicht sicher, ob das wirklich notwendig ist in unserem Fall. Wir wollen ja hauptsächlich Solar laden und während der Fahrt schauen wir mal, wir wollen die Kabeldicke von der Lichtmaschine zum Starterakku und zum unserem Lithium-Eisenphosphat-Akku möglichst groß halten und hoffen so, dass es da auch funktioniert. Wir werden sehen. Notfalls kann man den Ladebooster ja relativ easy nachrüsten. Als dritte Ladungsmöglichkeit bietet sich natürlich der Landstrom an. Unsere beiden Wechselrichter haben ein integriertes Ladegerät und können beide mit jeweils 70 Ampere laden. Und dadurch, dass sie parallel geschalten sind, laden die zusammen dann mit 140 Ampere den Akku wieder auf. Das sollte relativ schnell gehen. Und darauf folgend schauen wir uns die Entlademöglichkeiten an. Die sind dann natürlich am Low Voltage Protection Relais angeschlossen, am Ausgang des Relais. Und das löst dann aus, eben wenn der Akku leer ist, damit nicht weiter entladen wird. Wir haben hier einmal über diverse Einzelsicherungen alle 24 Volt Verbraucher angeschlossen. Das könnte beispielsweise auch ein 24 Volt Kühlschrank sein oder Licht, was auch immer. Alle 12 Volt Verbraucher, hierfür müssen wir wandeln. Dazu haben wir einen DC-to-DC-Wandler verbaut. Der kann bis zu 70 Ampere 24 Volt in 12 Volt umwandeln. Und das wird dann eben auch über Einzelsicherungen den einzelnen Verbrauchern zugeführt. Und dann natürlich die 230 Volt Verbraucher über unsere beiden Wechselrichter, an welchen wir dann bis zu 5 kW Verbraucher anschließen können. Das Batteriemanagementsystem ist dann über Buskabel miteinander verbunden, sowohl die Ausleseeinheit als auch die Relais. Und über diese Buskabel werden eben die Auslösesignale für die Low Voltage und Over Voltage Protection weitergeleitet, sowie auch alle Daten an das Auslesegerät gesendet. Wir sehen hier, wir haben einmal ein Wi-Fi-Auslesegerät, das man alles auf dem Handy remote verfolgen kann,
sozusagen die Einzelspannungen der Zellen und dann eben ein Visualisierungsmodul für den Bus. Genau, dann fehlt noch eine Verbindung von dem Batteriemanagement zu dem eigentlichen Victron-System, weil das Batteriemanagement-System ja die Low-Voltage- und Over-Voltage-Protection über die beiden Relais steuert. Die Laderegler von Victron, wie ihr seht, sind aber ja direkt am Akku angeschlossen. Das muss so sein, es gibt da keinen separaten Eingang für Laden und Entladen an den Wechselrichtern, sondern das ist ein Kabel. Das heißt, man kann die nicht über die Relais führen, sondern muss die direkt an den Akku anschließen. Da gibt es aber auch eine einfache Lösung für Victron. Und hier wird über Optokoppler, das seht ihr ganz am Ende nochmal in einem Bild, dem Victron-Wechselrichter-Ladegeräten gesagt, dass der Akku voll ist und die hören dann entsprechend auch auf zu laden. Beziehungsweise zu entladen, wenn der Akku leer ist. Da stellt man an den Wechselrichtern direkt eben die entsprechenden Abschaltespannungen ein. Aber dazu kommen wir in anderen Videos noch genauer, wo es darum geht, wie man das System explizit aufbaut. Und letztendlich darf natürlich die Masseschiene nicht fehlen, die die Nullleitungen aller Verbraucher wieder zusammenführt, beziehungsweise mit dem Chassis verbunden werden. Was wir noch zusätzlich installiert haben, sind zwei Relaisschalter, um die Relais auch vom Mobil aus bedienen zu können, beziehungsweise den Schaltungszustand der Relais direkt aus dem Mobil zu sehen, was auch über die Visualisierung des Batteriemanagementsystems möglich ist. Also die sind nicht wirklich zwingend notwendig. Für die Visualisierung der Gesamtstromflüsse benötigt man kurz vor dem Minuspol noch einen Shunt. Und mit diesem lassen sich die Stromflüsse des Akkus gesamt sehr gut nachvollziehen und man kann dann über die Peripherie bzw. Auslesegeräte von Victron eben ganz genau sehen, wie viel war der Tagesertrag der Solarmodule, wie viel Strom hat man verbraucht, und das ist ja oft für die weitere Planung sehr interessant. Außerdem ist es einfach eine schöne Spielerei, wenn man das System über die Zeit und über den Tag verfolgen kann und auch bestimmte den Ertrag eines ganzen Sommers, den Solarertrag mal sehen kann und so weiter. Also so ein Shunt ist eigentlich unerlässlich für die meisten Systeme. Was nun wirklich ein bisschen tricky ist, weswegen ich euch das hier nochmal kurz aufgeführt habe, ist letztendlich die Verkabelung und Verschaltung des eingesetzten BMS-Systems mit der Peripherie von Victron. Wenn man sich eben nicht für einen Hersteller komplett entscheidet, dann muss man aufpassen, dass die Komponenten trotzdem miteinander kommunizieren können. Und da man oft ein BMS-System von einem anderen Hersteller wählt, weil man zum Beispiel gerne aktive Balancer hat anstatt nur passive, kann es schon mal passieren, dass man so plant. Und hierfür muss man eben im Vorfeld bei seiner Planung wirklich aufpassen, dass die Systeme kommunizieren können. Das System hier ist jetzt, habe ich euch mal ganz genau die Verschaltung aufgezeichnet. Das würde in diesem Video deutlich zu weit führen, das jetzt alles zu erklären. Wenn euch das interessiert, schreibt es in die Kommentare. Da mache ich hierzu ein ganz spezielles Video, wie man das BMS-System verkabelt. Dazu gibt es vom Hersteller auch schon Anleitungen. Die sind aber nicht ganz so ausführlich. Also da tut man sich schwer, wenn man es dann wirklich selber machen will. So ging es mir zumindest. Also, schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, unsere Darstellung des gesamten Schaltungsplans hat euch für eure eigene Planung ein bisschen weitergeholfen. Und ich habe das so gedacht als Basic-Einleitung, dass man mal nachvollziehen kann, wie so ein gesamtes System funktioniert und einfach euch geholfen wird, eure eigenen Systeme zu planen. Also lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solcher Technikvideos gerne sehen wollt. Es geht ja auch noch um unser Leben im Bus. Und ja, wir freuen uns auf euch. Macht's gut, wir sehen uns.